chase your dreams and touch the sky. If your heart desires, you can soar up high. Rise up, change. Auf unserem Kongress setzen wir uns mit dem Rahmenplan auseinander, den die Vereinten Nationen für uns aufgestellt haben. Das sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die auch für den Musikunterricht an unseren Schulen eine ganz besondere Relevanz haben. Hier geht es viel mehr als um Maßnahmen zum Klimaschutz. Kein Hunger, keine Armut, kein Rassismus wird hier gefordert. Es geht um Frieden und Gerechtigkeit, um Inklusion. Das sind alles Themen, die wir auch im Musikunterricht leben müssen. Jetzt kann sich ein Dreiklang erheben. Allein das Stärken des Hörens, was ja im Musikunterricht zentral ist, also ich sage immer, der Hörmuskel ist unser wichtigstes Instrument, ist ja eine Form, eben die Sensibilität auch zu stärken, die Wahrnehmung zu stärken. Und ein französischer Philosoph, Baptiste Morisot, hat gesagt, der Klimawandel ist eigentlich eine Krise der Sensibilität. Die Wahrnehmung der Natur, also dieses Staunen und dieses sich der Natur zuzuwenden, ist eigentlich das Gleiche wie die Wahrnehmung eines spannenden Musikstücks. Und ihr könnt jetzt mal leise Störungen einbauen. Etwas Bedrohliches, was sich reinmischt in den Teppich. Das Klima wandelt sich. Wir haben eine große Chance in der heutigen Zeit jetzt zu sagen, wir können durch die Emotionalität und auch die Kreativität, die in der Musik ja innewohnt, eben diesen Begriff der Nachhaltigkeit jetzt künstlerisch füllen. Wir können als Musiker eben einfach ganz interessant über Soundscapes, über verschiedene Formen von Klangimprovisation, von auch uns eben in eine Naturatmosphäre reinzufühlen, reinzudenken musikalisch. Also da haben wir ganz interessante Möglichkeiten, die Jugendlichen abzuholen. Jeder fährt mit seinem Auto auf der Autobahn. Jeder fährt mit seinem Auto auf der Autobahn. Doch da vorne blinkt es und dann kann man nicht mehr fahren. Im letzten Nachhaltigkeitsziel geht es um Partnerschaften zur Erreichung dieser Ziele. Seit vielen Jahren verbindet uns eine lange Partnerschaft mit dem Verband Deutscher Musikschulen, also dem VDM. Hier haben wir früher immer von Kooperation gesprochen. Ich finde, wir müssen hier eher von Freundschaft sprechen. Aristoteles hat Freundschaft mal definiert als etwas, was in der Sache selbst liegt und einen bloßen Nutzen übersteigt. Und das, was in der Sache selbst liegt, ist die gemeinsame Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, denen wir gemeinsam eine nachhaltige musikalische Bildung ermöglichen und damit zu einem gelingenden Lernen führen wollen. Vier fallende Linien, jeweils bestehen aus 7 Tönen. La, 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 la. Ja, ihr habt also 7 Silben, die ihr vertexten sollt. Und zwar sollt ihr gleich euren Namen da reinbringen. Und ein bisschen die anderen Silben, die noch übrig sind, könnt ihr für einen kleinen Satz reinnehmen. Auch Jonas macht Mut. Martin ist die Story nicht klar. Die Annette, die ist da. Aus dem Pfalz, oh mein Gott, hurra. Wenn ich jetzt dezidiert Komponistinnen als Thema nehmen will, das ist ja eine Möglichkeit, dass ich sage, Komponistinnen sollen jetzt wirklich in so einer Reihe als Komponistinnen dargestellt werden, dann kann ich auch fragen, wen kennt ihr? Ja, und dann wird vielleicht Pink gesagt, vielleicht sogar Clara Schumann, ich weiß nicht, vielleicht haben alle auch schon mal eben selbst überlegt, wen kenne ich eigentlich alles so? Kennt jemand Die Linke? Das ist wahrscheinlich nicht so schwierig. Hildegard, ne? Ja. Die nächste ist Elisabeth Jacquet de la Guerre, die am Hof von Ludwig XIV. Als Wunderkind gehandelt wurde und die sich dann selbstständig durchschlagen musste und da auch relativ erfolgreich war, auch mit größer besetzten Werken. Ich
Ja, also es geht darum, dass Komponistinnen ja in unserer Zeit jetzt allmählich immer mehr zwar gelabelt werden und sogar das Deutsche Sinfonieorchester jetzt in jedem Konzert eine Komponistin spielt. Und wir jetzt aber in der Musikpädagogik immer noch nicht so viele Komponistinnen in unseren Materialien haben und sie dann mühselig zusammensuchen müssen, wenn wir sie mal thematisieren wollen. Also ich denke, vieler Musikunterricht ist sehr flexibel und stellt tatsächlich die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt und nicht, was der Musiklehrer oder die Musiklehrerin will. Und was so neue Techniken betrifft, da ist der Streit nach wie vor da und es ist legitim, dass sich da noch keine Einigkeit ergibt, wie viel iPad darf im Musikunterricht eine Rolle spielen, wie viel KI, inwieweit darf also das mit drei Fingerkuppen was tun, das wirkliche Musizieren mit Instrumenten, das ganz körperliche verdrängen oder tut es das nicht, sondern ergänzt nur. Also das sind ganz aktuelle Diskussionen und ich finde, genau daran lässt sich die Qualität festmachen, dass wir darüber diskutieren, dass wir intensiv darüber diskutieren und nicht unbedingt sofort zu schnellen Antworten kommen. Und das ist jetzt so die Frage, wie müsste sich denn das Gesamtsystem weiterentwickeln, damit der Musikunterricht, wie ihr ihn euch vorstellt, wie ihr ihn an junge Menschen ranbringen wollt, darin sich besser wiederfindet als jetzt im 45-Minuten-Rhythmus in Zensur? Gibt es da was, wo ihr sagt, es müsste eigentlich manches sich auch mal stark verändern? Was ich halt eben immer wieder feststelle, ist genau, dass wenn die Schüler dieses Ziel vor Augen haben, ich dabei bei dem, was ich tue, authentisch bin, die Schüler Schritt für Schritt dahin führe und sie von diesem Projekt, was wir machen, auch überzeugt und begeistert sind, dann sind die engagiert dabei. Diese Synergieeffekte irgendwie zu nutzen, das wäre, glaube ich, was sehr naheliegend und relativ einfach eigentlich auch umzusetzen wäre und total wichtig, auch um so Querschnittsaufgaben, die alle Fächer irgendwie betreffen, sinnvoll angehen zu können. Also Demokratiebildung, Werteerziehung, das sind ja Sachen, die nicht nur im Musikunterricht zu finden sind, sondern auch in ganz vielen anderen Fächern. Und da noch mehr zusammenzuarbeiten, das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass wir auch Musik als wichtiges Fach irgendwie auch verankern können. Diese Wow-Momente mit den Kindern erleben zu können, dass man sagt, hey, wir haben in der Stadt regelmäßig zur Schulzeit ein Angebot, wo man mit den Schulklassen hingehen kann und da ist dann ein Orchester oder da ist ein Theater oder was auch immer und da kommen wir problemlos mit einem Schulausflug in unserem Schulalltag hin, die Losgelöstheit vom 45-Minuten-Raster. Ich glaube, da gibt es eine riesige Spanne, wo man sagen könnte, wenn man da ganz viel anpasst, könnte man für Kinder einen wirklich begeisterungsfähigen Musikunterricht schaffen. Wenn wir genügend Nachwuchs haben, dann werden wir auch weiterhin Musikunterricht haben, der Menschen interessiert und Menschen hilft, irgendwo im Leben etwas mit Musik anzufangen. Und gerade jetzt in dem Podiumsgespräch mit den jungen Menschen fand ich das schon überzeugend, wie die einerseits von den Erfahrungen profitieren, die Musiklehrerinnen und Musiklehrer vor ihnen gemacht haben, und andererseits aber auch in die Zukunft schauen und durchaus manches anders machen wollen. Und dann wiederum die Rückkopplung, da saßen auch Pensionäre mit drin, die das bestätigt haben und gesagt haben, ja, macht mal, macht das mal so. Und da ist mir eigentlich, was so das Inhaltliche betrifft, nicht bange. Wir brauchen diese Musiklehrer, wie ich sie heute da hatte, ein Referendar, eine Studentin und eine junge Lehrerin, aber davon eben viele und genügend. Und der ganze Kongress spricht ja auch Studierende und Referendare an, in der Hoffnung, dass die möglichst viel schon gleich am Anfang lernen, um einen Musikunterricht zu machen, zu dem sie stehen können, der ihre Schülerinnen und Schüler erreicht und der einfach dann auch als gut bezeichnet werden kann.